Wir sind mit 5 Teams und einer Einsatzleiterin jetzt da vor Ort, haben diese Teams in verschiedene Bereiche aufgeteilt. 2 Teams sind unterwegs zu den Angehörigen, um die Angehörigen von diesem tragischen Vorfall und Unglück zu informieren, um ihnen Stabilität anzubieten, Hilfe anzubieten, mögliche Schritte zu überlegen, wie es weitergeht. Einfach schauen, dass das Sozialnetz wieder greifen wird. Wir versuchen, die Wahrheit, soweit wir sie haben und auch sagen können, weiterzugeben. Die Wahrheit ist sehr schmerzhaft, tut sehr weh, aber es ist die Wahrheit und die Wahrheit können wir aushalten. Viel schlimmer ist es, wenn wir zum Beispiel Angehörige vermissen, nicht wissen, was los ist, was kommt. Das heißt, jetzt wird es schwierig sein, weil ja noch ein bisschen Zeit benötigt wird, bis wirklich alles aufgeklärt ist. Unter Umständen dauert das Gerichtsverfahren, Sachverständigen auch sehr lange. Aber dass man sich darauf einstellen kann und ein bisschen damit umgehen kann, das versuchen wir zu unterstützen. Wenn das Österreicher sind, da kennen wir die Kultur, da wissen wir den Umgang. Wenn es von anderen Kulturen Leute sind, versuchen wir auch in diesen Kulturen mit hineinzugehen, zu unterstützen. Gerade da ist das Sozial. Netz innerhalb der Familie oft sehr, sehr gut, sehr, sehr groß und sehr breit aufgestellt und gefächert. Damit können wir sehr gut für die Familie Unterstützung anbieten. Netz innerhalb der Familie oft sehr, sehr gut, sehr, sehr groß und sehr breit aufgestellt und gefächert. Damit können wir sehr gut für die Familie Unterstützung anbieten. Ja, das hängt ganz verschieden ab. Das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz geht grundsätzlich einmal in den Einsatz. Das heißt, wir beginnen hier und bleiben so lange, bis die einzelnen Positionen abgearbeitet sind, bis wir die Sicherheit haben, dass das Netz, das Sozialnetz stabil ist, dass ein Auffangnetz da ist, dass wir die Leute mit gutem Gewissen und gutem Gefühl wieder alleine lassen können, weil sie die Situation, die kommt und kommen wird, bewältigen können. Wie häufig geht das Kriseninterventionsteam im Einsatz, weil es ja eine ehrenamtliche Tätigkeit? Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wir haben an die 300 Einsätze in Salzburg. Das heißt, naja, fast jeden Tag. Wie viele seid ihr Mitarbeiter im ganzen Land Salzburg ungefähr? Wir sind 95 Mitarbeiter im Bundesland Salzburg, die ehrenamtlich tätig sind. Also jeden Tag mehr oder weniger, alle paar Tage hat jeder einen Einsatz mehr oder weniger zum Bewältigen. Ja, wir sind zu zweit im Einsatz. Das heißt, es ist eine sehr schöne, zum Teil sehr belastende, aber doch eine sehr sinnvolle Aufgabe. Dann sage ich Danke, wir sind wir.